Servus Freunde, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich habe mir überlegt, prank ich mal den Karol aka Goalkeepers. Leute, er startet am 16. ein Turnier in Berlin, Freunde. Ich wurde eingeladen, wir haben darüber etliche Tage geschrieben gehabt auf WhatsApp. Ich freue mich auch schon so übertrieben auf dieses Turnier, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich werde ihn jetzt verarschen, Freunde, und sagen, ey Digga, ich kann am 16. nicht, weil ich mich mit einem Mädchen treffe. Und mal gucken, wie der reagiert. Oh, Diggi, sorry, Mann, aber musste sein. Yo, 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 Bruder, was happened? Yo, Bruder, was geht? Alles gut bei dir? Nein, alles ein crank, man, aber am Schneien gerade. Ah, gute Besserung auch, ja. Bisschen Schnupfen, Halsschmerzen und alles. Ja, Wunder, das scheint besser. Bei uns schneit es doch, ne? Ach, Laber, Scheiße. Bei uns hat es auch die Tage geschneit, aber mittlerweile nicht mehr, ey. Ja, bei uns gar nicht, aber heute erst. Aber man guckt, nicht so stark, geht gleich. Ah, Scheiße, was, ja. Was verehrt mir die Ehre, dass du anrufst? Was eine Ehre, dass ich anrufe, sagt der Digga. Wie geht's dir? Alles gut sonst? Bruder, der Hasen ist wie, Digga, jeden Tag ein Video, Digga. Heute ein bisschen Struggle, man, hab so ein bisschen gepennt oder so, ein bisschen Laptop-Probleme gehabt, deswegen kommt mit Abend das Video. Aber nice, also, nice. Digga, wie immer halt, und weiß, wie das Leben ist. Und schneiden, chillen und chillen. Nice, Digga, korrekt, freut mich. Bruder, ich hab leider eine scheiß Nachricht, ey. Nämlich? Ich schwör's dir, Digga, ich hab geschaut vorhin, ich kann am 16. nicht kommen, Mann. Das ist jetzt die lustigste Aktion, die du jetzt bringen kannst, Digga, weil das alles hat gestellt und zahlt und gebucht und so, ne? Scheiße, Digga, Labo, haben die schon alles gebucht? Ja, die wollen. Warum? Was ist los? Was hast du gesagt? Ja, Digga, guck mal, hört sich zwar blöd an, aber ich wollte mich am 16. mit Mädchen treffen, die kommt von übertrieben weit weg zu mir und wollte halt Digga, das. Nee, Digga. Also wenn du. Digga. Also wenn er das durchzieht, Digga, cool. Digga, von mir aus willkommen, mach was willst du, alles wenn so, aber wenn er echt durchzieht, Digga, bin ich schon sauer auf Digga, alles wenn Bruder, alter Wolver, das ist ein Joke, alter, sag, it's a prank, bro. Prank als Molly, ich kenne das Spaß, man, das ist mein Ernst, alter, den Wolver hat jetzt nachfragen, alter. Freunde, da denke ich mein's ernst. Digga, ich mach grad ein Video, bro. Ja. Leute, der glaubt's nicht. Nein, Bruder. Digga, du weißt doch selber, ich freue mich sogar mehr als du. Ja, klar, glaube ich, Digga. Ich kenne nicht nur Spaß, ne? Also, wenn du einmal jetzt eine Posse siehst, Digga, wirst du auch Spaß gesteuert, Mann. Tschüss. Möchtest du irgendwas sagen? Ich grüße auf alle Fälle, deine Zuschauer. Die sollen dich deabonnieren. Dankeschön, Bruder. Ich weiß ganz genau, eigentlich meinst du wirklich ernst. Nein, Digga, bist du bescheuert? Ich mach Spaß. Du weißt doch selber, Digga, wie sehr ich mich auf dieses Event freue. Digga, mach das echt. Digga, wegen einem Vibe bist du dumm. Ja, natürlich mach ich ein Video. Alter, guck mal, ich bin extra unter Szene geflohen, wieder in den Fußball zurück, um halt nicht mehr den Shit zu machen. Dann kommt irgendein Kollege, wo ich mit gutem Herzen ihn einlade und er prankt mich dann. Sorry, Bro. Pass auf, Digga. Prank kommt am Turnier, glaub mir. Oha, tschüss. Bruder, ich möchte meine Karte verlosen, deswegen das Video, verstehst du? Und dann hab ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, prank ich doch mal den Turnierleiter, sag ich mal. Ja, ich hab schon im Kopf gehabt, Alter, nee, jetzt alles anrufen und sagen, hey, der kommt nicht. Scheiße, Alter, das wär's. Ich hab schon im Kopf gehabt, und er sagte, mich ficken wird, dass er so sagen wird, Alter, ist nicht klar, dass eine Absagzahler. Ich hab schon im Kopf diesen Spoiler gehabt, okay, neun Kollegen finden der Zeitfahrer, neun Team finden Zahler. So richtig so Spoiler im Kopf gehabt, verstehst du, Digga? Ja, Mann, ja, glaube ich dir. Scheiße, Mann. Vor allem so, ich schalte jeden Tag ein Video, ich schlaf nicht mehr, Mann. Mein Kopf ist eh gefickt an meiner Arme, mit dir fickt mein Leben an meiner Arme, mein Kopf ist gefickt an meiner Arme und der fickt mein Leben auch noch an meiner Arme. Scheiße, Bro, Killer, Alter. Digga, auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß noch und ich freue mich schon übertrieben auf den 16., Alter. Ich mich jetzt noch mehr glaube, ich hoffe ich. Killer, Alter. Alter, Bruder, viel Spaß und meld dich. Ja, Mann, meine Zeit, ciao. Hau rein, Brudi, ciao. Abonniert mich. Abonniert ihn, Leute.
Ja, Karol, Digi, was geht? Leute, wisst ihr, was er gedacht hatte? Dass ich es wirklich ernst meinen würde, aber es jetzt so tun würde, als ob ich ein Video drehe. Digga, bist du bescheuert, Alter? Wegen Vibe, Digga, geh mal weg, Alter. Leute, ich freue mich so übertrieben auf das Event und jetzt erkläre ich euch mal ein bisschen mehr dazu. Und zwar veranstaltet der Karol am 16. diesen Monats, Leute, 16.12. Geschweige denn nächste Woche, Freunde, oder? Ja, das ist nächste Woche. Ein Fußball-Event und das wird so mega geil, Leute. Ich zeig's euch mal eben hier. Das ist die Seite von ihm, wo er das Ganze veranstaltet. Da kann man auch sehen, wer alles mitmacht und so. Auf jeden Fall bin ich da dabei als Team Kinal, Freunde, mit Barbaros. Und ich kann mir einen Spieler aussuchen, Freunde. Wir kriegen von Adidas Fußballschuhe, Trikot und sowas, alles Mögliche. Und Leute, wie gesagt, ich kann mir eine Person aussuchen, die bei uns im Team Kinal beitreten. Ich kann eine Karte verteilen, war das, glaube ich, ja. Und das wollte ich jetzt machen, Leute. Ich werde gleich auf Instagram ein Foto posten. Hier ist meine Instagram-Seite, Freunde. Geht alle auf meine Instagram-Seite. Wäre cool, wenn ihr mich natürlich abonnieren würdet, aber müsst ihr nicht. Auf jeden Fall werde ich dort gleich ein Foto posten, und zwar dieses Foto hier. Kommentiert alle unter dieses Foto, Freunde, woher ihr kommt. Aber warte noch ganz kurz. Das gilt halt leider nur für die, die aus der Umgebung von Berlin kommen. Berlin, Umgebung Berlin, nicht zu weit weg. Bis Hamburg geht das, glaube ich, war das. Also aus dieser Umgebung, da kann sich einer bitte melden. Ach, und bevor ich es vergesse, Leute, ihr könnt natürlich alle an diesem Tag vorbeikommen, zuschauen, uns die Daumen drücken, ein bisschen anfeuern, ein paar Schilder machen, wo Heritsch draufsteht und die so schwingen. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall, Leute, könnt ihr wirklich an diesem Tag vorbeikommen, zuschauen, uns die Daumen drücken. Es werden sehr, sehr viele YouTuber da sein. Ihr könnt natürlich auch dann Fotos machen. Vielleicht auch die ein oder andere Autogrammkarte. Je nachdem, was auch immer, Leute, wollte ich euch noch kurz sagen, bevor ich es vergesse. Alle aus der Umgebung Berlin oder die, die gerne kommen wollen, können natürlich kommen und zuschauen und uns, wie gesagt, die Daumen drücken. Kann sich da einer melden? Ihr geht auf mein Instagram-Profil, kommentiert dort unter dieses Bild, woher ihr kommt und wie alt ihr seid und ob ihr halt Erfahrungen am Fußball habt oder nicht, könnt ihr dazu auch noch ein bisschen was schreiben. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück, Leute. Den Gewinner werde ich dann, denke ich mal, so in 3-4 Tagen oder so bekannt geben. Dann wird der bei uns im Team sein mit mir und Barbaros und ich freue mich schon übertrieben auf dieses Turnier, Leute. Wie gesagt, kommentiert dieses Bild, woher ihr kommt und wie alt ihr seid und ob ihr schon mal Fußball gespielt habt oder nicht. Und dann suche ich mir einen raus für das Team Kinal, Leute. Wir werden das Turnier auf jeden Fall auseinandernehmen, Freunde. Wir werden alles rasieren. Ich hoffe, wir kriegen nicht den letzten Platz, Alter. Freunde, ganz ehrlich, wenigstens alles außer nicht letzter. Ey, komm schon. Nein, Mann, auf jeden Fall freue ich mich wirklich schon übertrieben drauf. Und Karol, Digi, danke dafür. Und Bro, wir sehen uns. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch allen viel Glück, Leute. Wir sehen uns am 16. wieder. Badabim, badabum, was laber ich da? Haut rein, macht's gut und ciao und tschüss. Ja, Freunde, was geht ab? Ich habe das Video gerade geschnitten und mir ist gerade beim Schneiden aufgefallen, dass ich das Wichtigste überhaupt gar nicht gesagt habe. Und zwar, Leute, findet das Turnier in Berlin statt am 16. Die Uhrzeit werde ich auch noch bekannt geben. Ich weiß gerade selber nicht, ob die Uhrzeit schon feststeht oder nicht. Moment, ich schaue mal ganz kurz nach. Nein, Leute, wie ich es gerade gesehen habe, steht die Uhrzeit, glaube ich, noch nicht. Auf jeden Fall, wenn ich mehr dazu wissen sollte, werde ich es dann den Gewinner von dieser Verlosung hier Bescheid sagen. Und was ich noch sagen wollte, ist für den Gewinner, also der Gewinner sollte halt aus der Umgebung Berlin bis Hamburg kommen. Und er sollte halt auch bitte, bitte zuverlässig sein. Nicht, dass ich irgendwie jetzt einen raussuche, der irgendwie aus Spaß mitmacht, gar keinen Bock auf dieses Turnier hat und am Ende des Tages gar nicht erscheint. Weil ich finde, das ist dann wirklich nicht korrekt, weil sich das andere vielleicht wünschen, die wollen gerne mitspielen und dann, wenn irgendeiner aus Spaß mitmacht, wahrscheinlich dann noch gewinnt und dann gar nicht kommt, wäre das schon echt schade für die anderen und natürlich könnten wir dann halt auch nicht mitspielen, wie es dann aussieht. Und falls du gewinnen solltest und dir denkst, ey, fuck, ich habe gar keine Fußballschuhe, gar keine Fußballsachen, das ist auch alles gar kein Problem, denn dir wird von Adidas auch Fußballschuhe zugeschickt, Trikot und Hose und alles Mögliche, was dazugehört, glaube ich. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Fußballschuhe auf jeden Fall. Moment, ich rufe mal nochmal kurz Karol an. Karol geht gerade nicht dran, aber soweit ich es mitbekommen habe, sollte das wirklich so sein, wie ich es gesagt hatte.
und dass der Gewinner halt auch noch die Reisekosten erstattet bekommt. Falls ich mich aber an diesem Punkt irren sollte, Leute, werde ich mich korrigieren. Wenn ich jetzt in den nächsten 2-3 Tagen einen Gewinner raussuche, werde ich ihm dann sagen, ey yo, ob er die Reisekosten auch noch bekommt oder nicht. Das werde ich dann halt auch nochmal Bescheid geben. Und ja, Leute, ich wünsche euch viel Spaß noch. Passt auf euch auf und ciao.